Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Nailmail-Video. Heute gucken wir in den Shop von Zaubernägel for Home.shop. Ja, ich gebe es zu, die Adresse ist nicht ganz simpel, deswegen blende ich sie euch nachher auch nochmal ein. Und dieses bezaubernde Design möchte ich gemeinsam mit euch kleben, damit ihr euch einfach mal angucken könnt, wie simpel das geht und wie schön das auf den Nägeln wirkt. Also, freut euch drauf. Bis gleich. Starten werden wir mit dem Zaubernägel Circle Design. Das ist ein Design, was ich auch direkt geklebt habe. Ihr könnt es hier schon sehen, wie sich das verarbeiten lässt, zeige ich euch nach diesem kurzen Einblick in den Shop, denn die lassen sich super verarbeiten. Was ich toll finde, ist, dass man hier direkt Tragebilder sehen kann. Keine Hochglanzprospekte, sondern wirklich so, wie sie auch in Natura aussehen. Das Tolle bei Roségold ist immer, dass es neutral ist. Also es ist so gut wie für jede Frau tragbar. Mit 3 € ist das Eigendesign ein absoluter Schnapper, kann ich so sagen, denn die Standardkatalogfolien liegen so zwischen 2 €, 2,90 €. Insofern ist ein Eigendesign mit 3 € absolut im super Preis-Leistungs-Verhältnis. Das nächste Design, was ich euch gerne zeigen möchte, ist dieses hier. Nennt sich Deluxe in dem Shop, ist ein ganz normales Standarddesign, also kein spezielles Exklusivdesign jetzt von Zaubernägel for Home. Aber die Alex war so lieb und hat mir halt dieses Design zur Verfügung gestellt, um es auch noch mal bei den Brautnägeln später vorstellen zu können. Denn, und das hat sie hier schön mit dazu geschrieben, es ist ein halbtransparentes Design. Und dieses halbtransparente Design, das kann man hier auch wunderbar auf den Nägeln sehen, ist so ganz leicht durchschimmernd und ich werde euch dieses Design zeigen, einmal auf dem Naturnagel und einmal, wie das aussieht, wenn man einen farbigen Unterlack, zum Beispiel einen weißen Unterlack verwendet, denn ich denke, dann kommt dieser Ombre-Verlauf noch ein bisschen besser zur Geltung. Da auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren, denn wenn das Thema Brautnägel aufgenommen wird, ist das hier auf jeden Fall Teil der Serie. Auf dieses Design dürfen sich alle freuen, die auf der Suche waren nach einem bisher schlichten Weißton gepaart mit so einem ganz zarten Glitzerrand. Nennt sich Honeymoon Gold. Hier gepaart mit so kleinen Polka-Dots, so kleinen Pünktchen, die habe ich mir hier auch zusenden lassen. Und dieses tolle Design werde ich euch nochmal vorstellen, wenn es um die Brautnägel geht. Auch da werden wir das nochmal wiedersehen. Und ich werde es auch in Kombination kleben, so wie ich es jetzt hier habe. Und das letzte Design, und das hat mich echt vom Hocker gehauen, ist ein Babyboomer. Aber ein Babyboomer mit Glitter. Das heißt, das Überkleben dieser Babyboomer-Folien mit einer Overlay-Folie ist hier nicht notwendig, sondern hier habt ihr wirklich ein 2-in-1-Paket. Und ich messe euch mal ganz kurz den Babyboomer an der Stelle aus. Der Gesamtglitterverlauf ist bei 1,5 cm. Das heißt, eure Fingernägel sollten mindestens diese Länge haben. Wenn ihr das Ganze mit Weißverlauf haben wollt, dann sollten eure Nägel so zwischen 1,7 bis 2 cm haben. Dann habt ihr den kompletten Verlauf drauf. Bei kürzeren Nägeln empfehle ich euch nochmal einen Blick in den Shop zu werfen. Denn es gibt inzwischen bei den Zaubernägeln, das sind immer die Exklusivdesigns, gibt es inzwischen auch einen Babyboomer Less Glitter. Den möchte ich euch auch noch mal zeigen. Hier ist es tatsächlich so, dass dieser Glitterbereich etwas kürzer ist und deswegen auch für die kürzeren Nägel geeignet ist. Wenn wir das jetzt hier mal vergleichen, von dem Übergang her
Das ist ein deutlich kürzerer Glitterbereich, also auch für diejenigen, die kurze Nägel haben. Die müssen dann gar nicht zwingend schneiden, sondern können sich halt hier über Lessglitter ein kürzeres Design bestellen. Das soll es auch schon gewesen sein. Ich zeige euch jetzt, wie die sich kleben lassen. So, ich habe meine Vorbereitungen soweit fast abgeschlossen. Fast deshalb, weil ich habe erstmal nur das Nagelbad gemacht, habe meine Maniküre gemacht, sprich das Zurückschieben der Nagelhaut, aber ich habe noch keinen Unterlack drauf. Warum habe ich das noch nicht gemacht? Ich will euch das mal zeigen. Folien reagieren grundsätzlich unterschiedlich auf entsprechende Lacke. Ich habe hier einfach mal beide Folien genommen und habe sie beide mit einem Unterlack und einem Überlack vorbehandelt. Und wenn man jetzt genau hinschaut, die sind beide zur gleichen Zeit behandelt und die sind auch beide gleich lang getrocknet. Der Unterschied ist, dass die Kombination mit den beiden Manhattan-Lacken tatsächlich trüb geworden ist. Diese Kombination, das ist also hier der Trench It Up, meine Calciummilch. Mit dem kommen allerdings nicht alle klar, habe ich inzwischen festgestellt. Also da muss jeder für sich ein bisschen selber gucken, ob er damit zurechtkommt. Darüber trage ich dann meistens die Rival de Loop oder Rival Young Nail Base mit Keratin auf. Und zum Versiegeln nehme ich ganz gern den Essie Speed Setter. So, wenn wir uns das Ergebnis jetzt nochmal insgesamt angucken. Ich finde, da liegen Welten zwischen. Heißt also, für meine weitere Vorbereitung werde ich jetzt mir die Trench It Up Calciummilch, die Nail Base auftragen und später zum Versiegeln den Essie Speed Setter nutzen. Hier haben wir es mit einer Folie zu tun, die einen Uniton drin hat. Und dieser Uniton bedeutet halt immer, man muss besonders sorgfältig kleben, man muss besonders sorgfältig vorbereiten. Es dürfen keinerlei Reste auf dem Nagel zu sehen sein. Der muss also wirklich spiegelglänzend sein sozusagen, denn jede Unebenheit ist später auf den Nagelfolien sonst sichtbar. Ein Uniton verzeiht in der Regel nichts. Das sind Standardgrößen, sogenannte 16er Folien. Zwei davon habe ich ja schon abgemacht, testweise. Die hatte ich hier ja schon ausprobiert. Und diese Standardfolien sind so beschaffen, dass ich inzwischen weiß, welche Größen mir passen und welche nicht. Für diejenigen, die ihre Größen zurechtschneiden müssen, denen kann ich einfach nur empfehlen, sich solche Schablonen anzufertigen. Hier zum Beispiel habe ich mir angefertigt Daumenschablone links, denn das hier ist normalerweise meine Daumenschablone. Aber angenommen, ich würde mich jetzt hier bei diesem Design entscheiden und sagen, ich möchte gerne dieses Design auf dem Daumen haben, dann könnte ich die Schablone drüber legen, könnte mir den Rand anzeichnen, wüsste auch in etwa, wo meine Smile-Linie sitzt, damit ich halt sehen kann, aha, hier ist noch genug Platz, um eben das Ganze dann auch gut verlaufen zu lassen. Und so kann man ganz simpel sich Schablonen herstellen, die dann auch wirklich passgenau sind für die einzelnen Fingernägel. Wie das genau geht, habe ich euch in einem Video aufgenommen. Ich verlinke euch das oben in der Infobox oder am Ende nochmal in der Playlist. Für das spätere Zurechtschneiden brauche ich zum einen natürlich die kleine Schere, zum Andrücken immer das Hufstäbchen, zum Abfeilen eine Glasfeile. Dass ich jetzt die hier von Miss Sophie nutze, ist eigentlich unerheblich. Ihr könnt da jede x-beliebige Glasfeile nehmen oder auch eine Sandfeile. Bei Sandfeilen solltet ihr nur gucken, dass die nicht zu grob sind. Versiegeln werde ich mit dem Essie Speed Setter und wenn ich das Ganze abgeschlossen habe, pflege ich nochmal die Nagelhaut mit dem Trench It Up Apricot Cuticle Care Pen. So, die ersten drei Nägel habe ich schon mal vorbereitet und geklebt und ich muss sagen, das geht super, super easy, ist eine ganz tolle Qualität. Obwohl es ja die Standardfolien sind, finde ich, dass sie etwas fester in der Konsistenz sind, was mir extrem gut gefällt, weil sie sich dadurch wirklich
easy kleben lassen. Was müsst ihr wissen? Auch hier sind Schutzfolien drauf, einfach hier an dieser Stanzkante. Ich hoffe, man kann das sehen. Hier ist so eine ganz minimale Kante. Da einfach ein bisschen knicken und dann lassen sich diese Schutzfolien ganz einfach abziehen. An der gleichen Knickkante hier hebe ich dann auch die eigentliche Folie hoch. Geht manchmal ein bisschen knifflig, zugegebenermaßen, aber das ist nicht weiter tragisch. Wenn ihr keine so langen Nägel habt wie ich, dann nehmt einfach eine Pinzette dazu. Das ist dann eigentlich auch kein Thema. So, und jetzt könnt ihr schon sehen, die sind nicht transparent, sind wirklich schön komplett vollflächig gearbeitet. Ich setze die bei mir immer nicht von oben, sondern von der Seite an. Das hat für mich den Vorteil, dass ich gut sehen kann, dass ich ein ganz kleines bisschen Platz lasse, hier am Nagelrand für die spätere Versiegelung. Ich reibe die dann immer bis zur Mitte, ungefähr so. Das, was jetzt hier übersteht, das trenne ich ab. Diejenigen, die sehr kurze Nägel haben, die können das durchaus nutzen, um dann damit den zweiten Nagel zu bestücken. Bei mir geht das nicht, das wäre hier von der Länge zu kurz. Ist aber auch kein Thema. So, und jetzt reiben wir hier, und zwar bis sich hier solche Falten aufwerfen. Könnt ihr das sehen? Wenn euch die Folien zu breit sind, was manchmal passieren kann, dann kann man die sich direkt am Nagel mit so einer gebogenen feinen Nagelschere direkt zurechtschneiden. Fertig. Wer sich das nicht zutraut, wie gesagt, da empfehle ich immer mit solchen Schablonen zu arbeiten. Die legt ihr vorher auf und dann könnt ihr euch die Linien anzeichnen und das direkt im Vorfeld schneiden. So, wenn wir das soweit haben, dass wir dann hier diese Falten sehen, dann greifen wir um und ziehen die Folie in Richtung der entsprechenden Falte. Und die drücken wir ganz fest an. Und dann ist das Ganze nämlich faltenfrei. Ich gehe hier an der einen Stelle noch mal ein bisschen nach. So, und das war's. Faltenfreier Auftrag. Das, was jetzt hier vorne übersteht, das drücke ich schön an. Gehe noch mal komplett ringsum, bevor ich abfeile, dass auch wirklich alles gut festgedrückt wird. Und erst dann nehme ich mir die Glasfeile, setze zunächst erstmal gerade an, kippe sie dann aber ganz leicht, ja, dass sie immer ein bisschen in Richtung eures eigenen Fingers zeigt. Ich zeige es nochmal mit der Daumenschablone. Schutzfolie abmachen. Folie knicken. Am Knick abziehen. An der Seite des Nagels ansetzen. Ihr seht schon, das kann man auch noch mal korrigieren, ne? Wenn man jetzt irgendwo merkt, man hat da zu hoch oder zu tief angesetzt. Bis knapp über die Mitte, da wo jetzt anfängt, sich sozusagen die Falte aufzuwerfen, erst einmal anreiben. Das überstehende Material einfach kürzen. Und jetzt umgreifen. Und die aufgeworfene Falte einfach in Faltenrichtung festdrücken. Hier oben am Ansatz immer ganz wichtig, alle Falten gut ausstreichen, alles schön festdrücken, gerade am Ansatz.
und dann wird wieder gefeilt. Ich finde, das Endergebnis kann sich absolut sehen lassen. Ich werde jetzt die restlichen noch bekleben und bevor es ans Versiegeln geht, werden sämtliche Kanten ringsum noch einmal gut festgedrückt. Ich habe mit dem Essie Speedsetter das Ganze jetzt nochmal versiegelt und ich muss sagen, dieses Design überzeugt mich absolut. Denn eins mache ich nicht so gerne, zwei Folien übereinander kleben. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich habe immer das Problem, dass ich mit den langen Haaren dann gerade an den Ansätzen hängen bleibe, weil dieser Ansatz dann doch ein bisschen höher ist als normal. Das fällt hier komplett weg. Ihr habt hier wirklich super schöne Details, die sich hier wie Overlay-Folien darstellen. Und ihr spart euch somit wirklich einen kompletten Arbeitsgang. Ihr braucht keine zwei Folien übereinander kleben, sondern es sieht wirklich aus, als hättet ihr einen unifarbenen grauen Lack mit Roségold Overlay-Folien. So, ihr Lieben, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn euch auch ein Thema interessiert, dann schreibt's mir doch einfach in die Kommentare. Demnächst habe ich nochmal ein neues DIY für euch. Ihr solltet das also nicht verpassen. Abonniert am besten meinen Kanal.